Heute geht es um den Überlagerungsmanager. Der ist dazu da, um solche Plänchen in Schnitten und in Grundrissen von eurem BIM-Modell zu erzeugen. Da dieses Modell nicht gerade herausfordernd ist, setzen wir zumindest noch ein Geschoss obendrauf und erzeugen Minimum einen Schnitt von dem ganzen Bauobjekt. Ich habe auch wieder Timestamps benutzt, also Zeitstempel, damit ihr dorthin scrollen oder skippen könnt, was euch gerade interessiert oder wo euch der Schuh drückt. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann würde ich mich über ein Like freuen, damit dieses Video besser verbreitet wird. Ihr supportet mich dadurch enorm. Danke dafür schon mal im Voraus. Und nach dem Intro geht's los. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an dieses Video, wo wir den Revisionsvergleich angestellt haben und wir geschaut haben, ja, wo hat sich eine Stütze verändert, wo hat sich was verschoben, wo kam was Neues hinzu und wo wurde was gelöscht. Wenn ihr das Video nicht kennt, das Ganze ist in der Videobeschreibung der erste Link. Klickt da drauf und schaut euch das Video an. Ja, und genau dieses Projekt und Objekt nehmen wir jetzt her und jetzt wird digital in die Höhe betoniert. Das heißt, ich drücke STRG A, wähle mir das ganze Geschoss aus, mache STRG C, Doppelklick ins weiße Feld und ich hole mir hier den Grundriss vom ersten OG. Doppelklick drauf, STRG Alt V, das ist kopieren und in Originalposition einfügen. Also das ist jetzt nicht kopieren gewesen, sondern nur in Originalposition wieder einfügen. Wir schauen das Ganze mal an. Mit Doppelklick öffnen wir mal beide Teilbilder, dann haben wir zumindest die Wände übereinander, die GUID, die wir hier sehen, wie gesagt, im anderen Video wurde das erklärt, die überlagert sich jetzt und die ist natürlich jetzt geändert worden. Mit F4 gehen wir in den Animationsmodus. Ich habe den Animationsmodus, also den Hintergrund, weiß ausgewählt in der Umgebung, denn dieser physikalische Hintergrund macht mich kirre. So, jetzt haben wir Wand über Wand, Stütze über Stütze, alles wunderbar. Wir könnten auch etwas ändern dran, aber das soll vom Beispiel her eigentlich völlig egal sein. Wichtiger ist mir jetzt eigentlich noch eine Decke einzufügen und die kommt jetzt auch. EG-Decke hier rein und jetzt holen wir uns eine Decke. Wir nehmen eine Ortbetondecke, Doppelrechtsklick und einmal bitte einfügen. Rechtsklicken und wir schauen uns das Resultat mal an. Wunderbar, schon kann es losgehen. Und jetzt wird es Zeit, die Welt von oben zu sehen, zumindest was den Grundriss betrifft. Wir machen einen Grundrissschnitt für jedes Geschoss. Ich verlasse hier den Perspektivenmodus, gehe wieder in die Drahtsicht zurück, wechsle dadurch auch noch das Teilbild. In dem Fall gehe ich jetzt einfach mal hier auf Probieren und Skizzieren. Teilbild 1 soll hier zur Verfügung stehen und wir sagen mal hier Grundriss EG. Kopieren wir uns. F2 umbenennen, STRG V und OG. Ja, also wir machen hier, wie schon erwähnt, unsere Schnittchen rein. Wir lassen diese drei Teilbilder an. Hier rot, schließen das Ganze. Und beginnen mit dem Schnitt generieren. Schnitt generieren, aktivieren. Ihr könnt entweder auf einfach gehen, da könnt ihr auswählen Untersicht, Obersicht, je nachdem. Ich gehe auf erweitert, das bin ich einfach so gewöhnt. Ich nenne das Ganze jetzt auch noch EGGR, also für Grundriss. Oberkante, Unterkante könnten wir aus Elementen übernehmen. Allerdings bin ich da der Fan, hier auf Fenster zu gehen. Dann holen wir uns noch ein zweites Fenster hinzu mit meinem Hotkey F3. Das ist bei mir Messen oder auch hier können wir die Koordinaten uns abtasten. Das heißt, wir wollen jetzt den unteren Grundriss vom EGR erzeugen. Deswegen brauchen wir eine Koordinate, die ungefähr hier ist. Hier haben wir die 1,22,5. Das heißt, das könnte unsere Unterkante jetzt sein, zum Beispiel 1,22,5 und die Oberkante ist 1,30. Ja, gut, probieren wir es einfach mal aus. Wir gehen 1 Meter nach links, 1 Meter nach oben. Selbe Spielchen nach rechts. 1, 1. Und escapen. Und einmal in die Mitte in den Kreis. Und
schon kann der ganze Brei nach unten versetzt werden. Mit der Shift-Taste kann ich das übrigens wunderbar in 90 Grad Winkel verschieben. Also gedrückte Links-Shift-Taste und einmal absetzen bitte. So, jetzt haben wir den EG-Grundriss und jetzt können wir natürlich das Ganze auch beschriften. Schriften mit Maßlinien, die könnt ihr jetzt assoziativ oder nicht setzen. Ich mache das Ganze mal jetzt so. Finde ich gut. Ja, dann lasst uns einen Schnitt machen, aber keine Sorge, hier wird nur virtuell gesägt. Ja, also hier machen wir die Schnitte rein. Schnitt. So, dann ist es Zeit, alles in eine PDF zu packen. Dazu wechsle ich jetzt einmal in den Grundriss EG, lasse mir das ganze Bild hier anzeigen und gehe hier oben auf Fensterinhalt drucken. So spare ich mir das Ganze in die Planzusammenstellung zu setzen. Ich habe deaktiviert Ränder darstellen und Kopf- und Fußteile brauche ich auch nicht. Ich nehme jetzt hier das Querformat. A4 ist für mich okay. Und ich kann auch hier wieder draufklicken, wird mir das Ganze hier angezoomt. Deswegen habe ich zwei Teilbilder benutzt. Dann habe ich mich das immer genau an derselben Stelle zentral. Der Maßstab wird dann automatisch angepasst. Jetzt gehe ich hier auf dieses Exportzeichen. Ah, hier haben wir schon wieder Liken. Super. Machen wir Downloads, machen wir es genauso wieder. Ihr liked natürlich, falls ihr das noch nicht gemacht habt, den Grundriss EG speichern. So, dann müssen wir noch einmal auf Export klicken, dann ist der ganze Zauber auch geschehen. Wir schließen das Ganze wieder. Wir wechseln das Teilbild in den Grundriss OG. Lassen uns den wieder anzoomen und auch hier den Fensterinhalt drucken. A4. Wir zoomen wieder ran. Wir gehen auf diesen Export und vergesst nicht, Grundriss OG passt. Ich nehme gleich mal den Namen vom Teilbild. Und das wird dann oft vergessen, dass man nochmal hier auf Export klicken muss, nachdem man den Pfad ausgewählt hat. Ja, aber wenn wir das gemacht haben, dann haben wir das Ganze erstellt. Oh, schaut mal her. Wir haben die Maßlinien nicht sauber. Ne, wir haben das Modell nicht sauber abgesetzt oder den Schnitt. Das möchte ich nochmal nachholen. Ist ja kein Problem. Gehen wir einfach hierher. Und das Ganze wird von der Kante, mache ich einen Rechtsklick. Y fest, jetzt können wir das nur noch in eine Richtung verschieben und dann klicke ich hier auf diese Maßlinie und wunderbar, muss wieder passen. Wir werden nochmal den Fensterinhalt drucken, nochmal ranzoomen, exportieren, Export und ja, ersetzen und wunderbar. Und falls ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, weil ihr vergessen habt, den Kanal zu abonnieren, dann macht es doch gleich. So, jetzt unsere Schnitte. Eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich bin als Ingenieurguide für die CS Concept unterwegs. Das heißt, ich betreue ein paar größere Ingenieurbüros, die mich dann einfach jeden Tag anschreiben mit Guten Morgen, Peter, Hi Peter und so weiter und so fort. Und meistens geht es dann um irgendwelche Probleme oder Screenshots, Videos, wo ich irgendwo helfen kann. Aber natürlich betreue ich die auch in Projektstarts. Also das heißt, ich teile mit denen die Gebäude ein, die Teilbilder ein und so weiter und so fort. Und das klappt ziemlich gut. Da habe ich, ja genau so, startet immer, hast du Zeit. Und ja, einfach alles über Teams. Und ich habe ein paar. Ich mache auch Projektanalysen. Das heißt, hier wird einfach auch beauftragt. Ich mache auch Projektanalysen, das heißt, ich schaue mir euer Projekt an und analysiere es auf die Projektaufteilung, auf die Bauwerkstruktur, Modellierung, die Planung, egal ob Positionsplan, Schaltplan, Bewährungspläne, je nachdem, was halt das Projekt hergibt. Voraussetzung ist ein bisschen, dass es ein BIM-Modell ist. Ich kann auch die Attribute anschauen, Planzusammenstellung und noch vieles mehr. Genau, und so solche Sachen
kann ich euch dann helfen, dass zum Beispiel so ein schräges Modell nicht schräg modelliert wird, sondern gerade. Und am Ende, wenn man es auf BIM Plus oder Solibri exportiert oder importiert, dann ist alles wieder genauso wie hier abgebildet. Genau. Also wenn ihr einen Ingenieur-Guide braucht, dann informiert euch. Ich habe da einen zweiten Link in der Beschreibung drin. Da könnt ihr euch mal für ein Webinar anmelden, wo ich das Ganze noch etwas detaillierter erläutere, oder gleich direkt in den dritten Link springen. Da könnt ihr euch anmelden. Sind nur noch wenige Slots frei, weil ich kann einfach nicht mehr als 10 Ingenieurbüros bedienen. Na gut, und weiter geht's im Video. Jetzt habe ich das Modell nochmal aktiv geschalten. Meine drei Teilbilder. Habe mich hier oben als Peter Pöppel eingeloggt. Das solltet ihr auch tun. Ja, also unter euren Namen. Die Zugangsdaten sind die Allplan Connect Zugangsdaten von euch. Also einmal einloggen und dann gehen wir auf Datei oder auf dieses Allplan-Symbol exportieren und dann Modell nach BIM Plus hochladen. In meinem Fall muss ich mich jetzt auf BIM Plus nochmal einloggen, und das geschieht einfach per Klick und fertig ist der ganze Brei. Und jetzt kann ich das Ganze in einem neuen Projekt hier hochladen. Wir machen Revisionsvergleich 1. Nein, wir machen Overlay, also Überlappungsmanager. Overlay Manager. Und wir haben das Tragwerksplaner Modell. Wunderbar. Upload und beam mich hoch, Scotty. Wir wechseln gleich mal auf BIM Plus. So, wenn ihr ohne Probleme in euer BIM Plus gekommen seid, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt schon ein BIM Plus Team. Ansonsten fragt doch die Stefanie Schneider von CS Concept, ob die euch beim Einrichten helfen kann mit dem Team. Denn die hat da nützliche Tipps, damit nicht jeder seine eigenen Teams hat in dem ganzen Büro, sondern es gibt ein Büroteam und so weiter. Da muss man ein paar Sachen beachten. Die Zeit sollte man wirklich investieren. Und die Steffi Schneider hat auch mir dabei geholfen, den Overlay Manager überhaupt tragbar zu machen oder verfügbar zu machen. Ich zeige euch das Ganze, indem dass ich jetzt hier einen Doppel-Linksklick reinmache und komme erstmal in mein BIM Plus Projekt. Falls ihr jetzt hier nichts seht, dann kommt das immer wegen diesem Auge, das muss man einmal aktivieren, wenn man noch nicht in dem Projekt war. Und damit auch BIM Plus weiß, welches Modell soll denn aktiv geschaltet werden. Ihr müsst euch ja vorstellen, hier ist ein Architekturmodell, ein Tragwerksplanmodell, ein HLSler-Modell und so weiter und so fort. Ja, und jetzt sind hier die Buttons, falls da ein paar oder einige grau sind und ihr habt aber die Subscription-Lizenz, dann habt ihr die Möglichkeit, diese kostenfrei einfach einzuschalten. Da habt ihr dann den Revisionsvergleich, den Multi-Manager und vor allem diesen Ablaufsimulation. Das ist auch ziemlich cool. Werde ich auch noch ein Video dazu machen. Aber heute soll es um den Überlagerungsmanager gehen. Da klicken wir einmal drauf. Und jetzt wollen wir ein Dokument hinzufügen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auf My Documents zu gehen. Und hier könnt ihr das Ganze auf die vordefinierten Ordner irgendwie hinzufügen. Ich gehe da immer auf General Folder und könnte mir jetzt hier einen Ordner erstellen. Und ich sage, das sind meine Overlays. Wunderbar. Jetzt haben wir hier General Folder mit Overlays und dann machen wir ein Dokument dazu und wir gehen auf Downloads, was, oder? Liken. Genau. Hier haben wir diese Dokumente, die markiere ich mir jetzt einfach mal alle und gehe auf Öffnen. Jetzt kann ich noch den Namen auswählen. Das passt mir eigentlich ziemlich gut mit Schnitt 21OGEG. Und schließen wir das Ganze. Hier wählen wir als erstes unser EG-Grundriss aus. Auswählen. Und jetzt sind wir hier unterwegs. Das klicke ich mal weg, dass wir hier ein bisschen mehr was sehen. Hier mit dem Schneidesymbol können wir jetzt die Achse auswählen. Die Z-Achse passt hier. Ich mache mal die mittlere Maustaste gedrückt und schauen wir mal ein bisschen von oben drauf. Und jetzt gehe ich auf dieses rote Pfeilchen, Linksklick und kann das Ganze nach unten oder oben ziehen. Wunderbare Sache. Ich gehe mal ungefähr auf diese Höhe. Dort möchte ich den Plan ablenken. Gehen wir noch ein bisschen weiter runter. So müsste das passen. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann klicke ich hier auf Weiter. Dann wird von mir verlangt, zwei Punkte in meinem Grundriss anzuwählen, um die richtige Dokumentgröße hier anzupassen. Ich nehme jetzt weit entfernte Punkte, umso genauer wird es nämlich.
Wenn ich jetzt einfach nur so eine Wandstärke nehme, dann wird es umso ungenauer. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach die vollen, keine Ahnung, 12 Meter oder was das sind. Hier steht es gerade. Genau, und dann klicke ich auf Weiter. Und genau diese zwei Punkte muss ich jetzt hier im Plan aktivieren. Auch hier können wir wieder zoomen, mit dem Mausrädchen einfach mal hier dran gehen. Und ja, kennen wir alles von Alpern, ne? Und auch hier machen wir fertig. Wir erstellen unsere erste Überlagerung. Wunderbar, jetzt haben wir hier unseren EG-Plan. Wir erstellen noch unseren OG-Grundriss. Hinzufügen, fertig. Und wir gehen nach oben. Vielleicht hier wird es passen. Genau. Und auch hier klicken wir auf Weiter. Wieder zwei Punkte auswählen. Machen das einfach nochmal erneut, diese Spielchen. Unsere 12 Meter wollen wir hier abgreifen. Da rastet der Punkt auch ein bisschen ein. Schwieriger wird es hier in dem Pixelplan hier. Aber das ist auch nur grob. Aber man erkennt hier eigentlich, also ich erkenne das nicht, dass da der Pixel nicht einrastet oder so. Genau, jetzt haben wir hier den OG und EG-Plan. Aha, EG haben wir ein bisschen größer geschrieben. Egal. Und wir fügen noch unsere Schnitte ein. Schnitt 1 auswählen. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir erstmal erraten, in welcher Achse das Ganze liegt. Probieren wir doch einfach mal Y aus. Falsch. Dann probieren wir doch X aus. Jetzt könnte man noch die Seiten tauschen, je nachdem, wo die Blickrichtung stattfindet. Was sehen wir denn? Ja genau, wir sehen das hier. Wir sehen es von links nach rechts. Ich würde mal drehen sagen. Genau, hier irgendwo müsste es sein. Machen wir wieder weiter. Und jetzt müssen wir auch hier zwei Punkte auswählen. Ich klicke mal hier auf Ansichtsfenster zurücksetzen. Dann wird das ein bisschen herangezoomt. Wir können es auch noch drehen. Ich habe es jetzt auch im Kopf. Gell? So rum müsste es passen. Wir nehmen einfach die Decke von Du nach Du. Ja, wir können es an der nicht vorhandenen Dämmung hier an der Decke. Wir machen hier weiter. Und auch hier wollen wir das Ganze machen. Von hier nach dort. Fertigstellen. Und jetzt haben wir unseren Schnitt hier eingefügt. Das sehen wir, wenn wir die Schere bewegen, sehen wir auch hier unseren Schnitt. Wir haben hier nichts vom Maus, deswegen haben wir hier das Problem gehabt, dass wir hier nicht gleich was erkannt haben. Letzter Schnitt noch. Hier Schnitt 2 auswählen. Wir gehen in die Y-Perspektive, oder? Genau. Wir schauen uns das Ganze an. Wir sehen hier die Stützen, hier die Wände. Wunderbar. Haben wir wahrscheinlich hier irgendwo geschnitten und die Ansichtskante erstellt. Dann sind wir zufrieden. Jetzt machen wir dasselbe Spielchen wieder. Wo sind wir denn jetzt? Das ist ein bisschen schwieriger zu erkennen, weil es halt so ist. Aber hier ist die Wand, hier ist die Wand. Machen wir wieder den Halt. Unsere Decke als Ausgangspunkt. Und ebenso hier. Schauen wir mal, ob wir es richtig rum eingesetzt haben. Wir klicken auf Fertig. Und können auch das Ganze jetzt hier begutachten. Coole Sache, oder? Ja, und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie kann man das Ganze ein- oder ausblenden. Ja, jetzt wird es wirklich magisch. Dinge erscheinen und verschwinden lassen. Fast wie Zauberei. Da klicken wir jetzt wieder auf dieses Feld und haben hier die Möglichkeit vom Modell auf die Overlays zu switchen. Da gehen wir in den Standardordner, dann schauen wir uns das Ganze an. Hier sind unsere Überlagerungen und hier können wir das Ganze einfach ein- oder ausblenden. Wir schauen nochmal hier rein. Wir könnten das Ganze jetzt auch umbenennen. Dann sagen wir, hier ist das EG vorhanden. Und hier wird auch dann der Name EG angezeigt. Genauso wie hier umbenennen. OG. Umbenennen.
in Schnitt 1 und ein letztes Mal Schnitt 2. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Wenn ja, dann lasst doch bitte gerne ein Like da. Schaut das nächste Video an, informiert euch über den Ingenieur Guide. Ja, klickt einfach alle Links in der Beschreibung an. Vielen Dank, Servus, ciao, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Allplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.